Gerade wenn es um die Tassenqualität geht, hat die Frische vom Kaffee wirklich den größten Einfluss auf den Geschmack. Kaffee hat so ein bisschen einen Sweet Spot, 2-3 Wochen nach Röstdatum und irgendwo 3 Monate nach Röstdatum. Da schmeckt er wirklich am besten. Und wir sollten schauen, dass wir ihn nicht direkt nach dem Rösten zubereiten. Der wird dann so ein bisschen sprudelig werden und wir lösen da wirklich das CO2 mit in die Tasse. Und das schmeckt dann so ein bisschen sauer nach CO2 und Kohlensäure. Und da warten wir bei Espresso sicher 2 Wochen nach Röstdatum. Und bei Filterkaffee, den trinken wir auch gerne mal so nach einer Woche bereits ab Röstdatum. Und es ist auch wirklich so, dass im Supermarkt meist der Kaffee, der im Regal steht, schon 3 Monate nach Röstdatum erst ins Regal kommt. Das heißt, wir bekommen im Supermarkt meist gar keinen frischen Kaffee.